Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt dann noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in einem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. 2 Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Es ist soweit. Part 2 unseres Projektes startet hier und heute. 7 Tage, die 7 größten Städte Deutschlands, so günstig wie möglich. In der letzten Folge sind wir schlecht geendet. Und zwar bei absoluten Starkregen. Zeig mal bitte kurz dein T-Shirt. Ist es noch nass? Nee, aber du bist ein bisschen dick. Spaß. Ja, auf jeden Fall sind wir bei absolutem Starkregen im T-Shirt auf der Autobahn geendet, ohne Möglichkeit auf Rasthof oder Unterstellung. Dann sind wir zu einem McDonald's gefahren und haben diese wundervolle Aral-Tankstelle hier entdeckt, waren jetzt gerade noch frisch tanken und haben uns Pullover aus den Rucksäcken geholt, weil es fucking scheißkalt hier ist. Hat auch weh. Ja, es hat auch weh, wie Messerstiche auf der Haut. Es waren heute Vormittag 33 Grad, purer Sonnenschein, klarer blauer Himmel. Es ist jetzt so 5 Stunden später, es regnet. Das Wetter ist scheiße. Ich habe nie Glück mit dem Wetter bis jetzt. Nie. Wir haben nie. Nie. Wetter immer scheiße. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier. Wir haben bis jetzt noch keine Unterkunftsmöglichkeit, noch nichts für heute Nacht gefunden für Hamburg. Und wir werden jetzt mal unsere letzte Option, unseren Ass anrufen, nachdem in der letzten Folge Max, unser eigentliches Ass, uns abgesagt hat. Max, du musst uns aufnehmen. Ihr seid so rein. Ich habe aktiv gar nicht. Wir haben Besuch. Wie? Du hast Besuch? Ich habe Besuch. Bei uns Schulhaus. Werden wir jetzt mal Lauch mit Schlauch von den Hamburger Weedy Kids anrufen und mal fragen, wie es heute Nacht bei ihm aussieht. Der hatte einen Unfall. Der hat gerade ein gebrochenes Bein, gebrochenen Arm und sonst was alles gebrochen. Wir müssen einfach hoffen, dass er ja sagt. So, Lauch mit Schlauchi Niki. Soll ich ihn jetzt anrufen? Ja. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben angerufen, telefonisch. Ja. Bitte geht da ran. Aber er hat da nichts zu tun. Eigentlich sitzt er schwerbehindert zu Hause. Ich bin schwerbehindert dann weg. Ja. Hallo, hier ist Per, Motopeter. Hallo, Motopeter. Hallo, na? Wie geht's dir, du Krüppel? Ja, man kommt so übers Leben, ne? Ja, bist du zu Hause? Jo. In Hamburg? Ja, ich wohne am Buxtehude bei Montal, danke. Ja, ja, ist ja näher Hamburg eigentlich. Ja, ja, genau. Nur so aus Interesse, ne? So rein hypothetisch, Nick. Wenn 2 Leute bei dir schlafen müssten, hättest du Platz für 2 Leute? Ja, klar. Könnten heute Nacht 2 Leute bei dir schlafen, theoretisch? Na, logisch. Ja! Ja! Du bist unsere letzte Hoffnung, weil unser eigentlicher Kontakt in Hamburg direkt hat abgesagt. Der konnte nicht. Ja, schade. 2. Wahl. Auch unangenehm. Na, aber das Ding ist, ich sag dir ehrlich, durch deinen gebrochenen Arm und so dachte ich, ich will dich jetzt nicht belästigen und so. Weißt du? Ja, deswegen. Sag mal, wie lange bist du wach? Ach du, ich nehme starkes Schmerzmittel und schlafe den halben Tag und bin eine halbe Nacht lang wach. Also. Okay, weil wir sind jetzt gerade noch so 1,5 Stunden von Hamburg direkt entfernt. Mhm. Und es soll regnen, wir richten uns gerade nach dem Wetter und gucken mal. Keine Ahnung, ich denke mal, wir sind so 23 Uhr mit Glück dann in Buxtehude. Ja, das passt, alles gut. Ja? 3, 4 Nächte nicht vor 3 oder so schlafen gegangen. Ah, perfekt. Na, das ist ja geil. Ja, dann musst du mir nur deine Adresse schicken und dann fahren wir jetzt gleich da los. Ja, ich freue mich auf euch. Okay, geil, Digga. Dann bis später. Bis später. Tschüss. Ja! 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 Den ersten Schlafplatz. Ja! Heute Nacht wird geschlafen! Und schön warm vor allem. Boah. Ja! Ja! Ich liebe Lauch mit Schlauch, ne? Der war schon so cool, als er hier in Berlin, also bei uns in Berlin war, habe ich ihn schon ins Herz geschlossen, Digga. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Geil. Das ist richtig geil. Wir sind jetzt fertig. Wir fahren jetzt einfach los. Wir haben gesagt, wir halten nur an, wenn es so doll anfängt zu regnen, dass die Klamotten in den Rucksäcken nass werden. Vorher halten wir nicht an. Wir fahren jetzt so 55 Minuten genau zur Elbphilharmonie. Genau in Hamburg. Da müssen wir dann so 21.30 Uhr mit Glück sein. Und von da aus fahren wir weiter zu Nick. Ich will jetzt nicht Nick seine Adresse leaken. So, auf jeden Fall fahren wir dann jetzt im Prinzip durch nach Hamburg. Hoffen, dass wir nicht nass werden. Und wenn wir dann in Hamburg waren, fahren wir einmal zurück zu Nick. Und dann sehen wir weiter, Digga. Dankeschön. Schöne Karre.
Ja, was soll ich dir sagen? Motorräder sind Frauenmagnete. Es ist so. Die hat mich auch so brachial angelächelt, Digga. Das war verrückt. Ab zur Elbe haben wir. Wie viele Kilometer haben wir vor uns nach Bad Nachher? Sag ich dir gleich. Das ist, oh, Dankeschön. 77 zur Elbe haben wir nur noch. Boah, geil. 53 Minuten dort, Navi, das ist voll okay. Wenn wir nicht nass werden, ist es voll okay. Hoffen wir mal, dass das Wetter diesmal mitspielt und wir gleich vor der Elbphilharmonie stehen. Wir haben in Buxtehude, ich war auch noch nie in Buxtehude, da wo Papa Monte zu Hause ist. Monte! Einfach in Buxtehude dann, beide Schlauch mit Schlauch. Ey, das ist auch so crazy, was sich über die Jahre an Kontakten aufgebaut hat, ne? Wenn du dir überlegst, einfach Schlauch mit Schlauch, wie einer von den Hamburger Weedy Kids, Digga. Auch durch dieses Hobby ist es alles gekommen. Das ist ja nicht von irgendwo. Das ist so schön, dass dieses YouTube-Ding so eine Gemeinschaft bilden kann, dass man sowas machen kann, wie das, was wir jetzt so machen. Ab geht's! Ich würde sagen, ab geht's zur Elbphilharmonie! Dich, Donner! Leck mich doch am Sack! Leck mich doch am Sack! Du kleiner Kackstück! Du bist ein Gotteskack! Hey! Dich, Donner! Leck mich doch am Sack! Leck mich doch am Sack! Wir sind jetzt 20 Kilometer vom Ziel entfernt. In 27 Minuten sollen wir angeblich da sein, laut Navi. Aber das Wetter hier ist wirklich eine Katastrophe. So eine tadellose Kommunikation zwischen mir und Steve, selbst auf der Autobahn, wäre ohne meinen Partner Caro überhaupt nicht möglich, gar vorstellbar. Dieses Gerät hält jede Wetterart durch und ohne Partner wie Caro würden solche Trips wahrscheinlich gar nicht erst funktionieren oder gar nicht erst umgesetzt werden können. Deswegen vergesst nicht, falls ihr euch ein Kommunikationssystem kaufen solltet, bestellt euch Caro. Falls ihr es macht, vergesst nicht meinen Code MOTOPER einzutragen. Damit kriegt ihr bis zu 15% Rabatt auf der Website. Beim Packtalk Edge sind es zum Beispiel fast 60 Euro, die ihr spart, also einen Haufen Geld. Damit unterstützt ihr nicht nur mich und die Projekte, sondern ihr kauft euch auch was, was auf jeden Fall gefühlt bis an euer Lebensende dabei sein wird und euch eine Qualität bietet, die ihr euch bis jetzt noch nicht vorstellen könnt, wenn ihr es noch nie hattet. Code MOTOPER, 15% sparen und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Anders kann ich es nicht sagen. Also es geht schlimmer, ich will jetzt mich gar nicht mit dem Wetter anlegen, es geht auf jeden Fall schlimmer, aber wir sind beide komplett nass und ihr seht ja auch, wie dunkel es ist. Es ist eigentlich 21.10 Uhr, die Sonne fängt jetzt langsam, also die Dämmerung beginnt jetzt bald so, kommt jetzt so, aber wir wollen auf jeden Fall nochmal zur Elbharmonie, um einfach da gewesen zu sein. Wir hoffen, dass der Regen bis dahin aufhört, weil es nieselt. Ich weiß nicht, ob ihr alles seht, weil es nieselt die ganze Zeit so eklig. Aber unser Mindset ist auch zu stark. Also wir wissen, es könnte schlimmer sein und so wie es jetzt ist, ist es okay, weil wir halten es aus. So, Punkt. Ja, ja. Unser Mindset ist zu stark und kann man nicht so schnell brechen. Also von der Elbphilharmonie brauchen wir bis nach Nick, also Buxtehude, eine Stunde. Und wenn nicht, kommen wir da komplett durchnässt an und müssen erstmal alles trocknen. Oder an der Elbphilharmonie ziehen wir uns erstmal über die Rucksäcke auf jeden Fall Mülltüten, die ich dabei habe. Rechnet ja auch niemand damit, Digga, dass am ersten Tag der Regen uns einholt, wenn wir bei 33 Grad und Sonnenschein in Berlin losfahren. Wer soll denn das riechen? Boah. Ja, es sind gerade 30 Grad heute, oder 33 Grad, ne? Glaube ich heute. Genau, 33 Grad. Da sind wir in Hamburg! Wow! Du fucking 21.20 Uhr! Let's go! Ich sag dir ehrlich, der Vibe, ich finde das richtig schön gerade, wie alles aussieht. Weißt du, was ich meine? Die Lichter, die Reflexion in der Straße, der Himmel, es regnet nicht, aber es ist nass, es ist trotzdem warm. Junge, wir sind in 13 Minuten, weißt du, wo wir sind? An der Elbphilharmonie. Auch wie das auch, guck doch mal, guck doch bitte, guck, guck. Du guckst einfach jetzt bitte einfach mal. Das ist einfach ein Traum. Und ja, sie ist so erschrocken. Sorry, sorry. Digga. Junge, die dachten, sie sterben. Die dachten, sie sterben. Bist du wahnsinnig? Die sind komplett hochgesprungen. Junge, wow, die Armen. Die sind heute richtig gut drauf, die Menschen. Puh. Wow. 5 Minuten. 5. Glaubst du, wir finden aus dem Kopf dahin? Guck mal, da vorne ist es. Ich mach jetzt aus, okay? Ja, wir haben irgendwie mit Wetter in anderen Städten haben wir nie Glück. Thüringen war Pech, Hamburg war Pech. Und Hamburg setzt sich jetzt weiter fort. Aber ich sage, wir kommen da raus. Ja, wenn es in 7 Städten 7-mal regnet, in 7 Tagen, dann raste ich aus. Dann ist wirklich vorbei. Dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir gemacht haben, dass wir so Pech haben. Wir haben ein Foto gemacht. Das ist schön.
Oh, ich habe so ein richtig romantisches Foto gemacht, was ich auch zu Hause liegen habe. Du auch? Ja, ja, klar. Ja. Oh, ist das schön. Wir sind da! Mensch, eine lange Reise. Hallo, ich bin da! Ich bin hier jetzt! Hallo! Damit wir auch wirklich hier sind, müssen wir jetzt zusammen die Elbphilharmonie berühren. Okay, komm mit. Komm. Komm. Einmal zusammen berühren. Damit Hamburg wirklich abgehakt ist. Am ersten Tag. Warte, wir müssen wirklich zusammen, okay? 1, 2, 3. Oh. Ich bin in Hamburg. Ich bin in Hamburg. Hamburg! So. Ja. Ja. Hier kommt jetzt ein Haken. Hamburg. Check. Check. Check, check, check. Wollen wir direkt mal nach Loot gucken? Wollen wir kurz nach Loot gucken? Nach Pfandflaschen? Nach Pfandflaschen oder was zu essen, zu trinken. Aber Pfandflaschen wirst du hier nicht finden. Nicht? Glaubst du nicht? Aber doch, wirst du finden. Aber glaubst du, es lohnt sich jetzt die Pfandflaschen? Bei dem Wetter meinst du? Hm, ja, ich verstehe den Punkt. Hm? Nee, lass nicht machen. Lass nicht machen. Nee. Nee, da ist nichts Verwertbares. Da ist eine Plastikflasche drin, aber ohne... Nee. Wir sind fucking Motorfahrer und gucken in... Alter, guck mal bitte. Boah. So. Check. Was? Also wenn die Pfand haben, sind es 7 Cent. Ja, lohnt sich nicht. Ja. Oh, guck, wie schön das hier aussieht. Davon mache ich ein Foto für meine Mama. Für meine Mama. Und dann geht's jetzt gleich ab zu unserer Unterkunft. Zulauf mit Schlauch nach Buxtehude. Hamburg, checkity, checkity, check. It just got real. Say how you feel. Got niggas mad. Nigga, that's too bad. Off of my dick, I got them stressed out. Look at me, I'm blessed now. Tell them I'm the best out. Giving nothing less. Bitch, you guess to see my third eye. You see my halo. Untamed, no Kato. Flipping through the payroll. I'm about my bank notes. Nigga, look, they taking those. What the fuck we waiting on? It's what I prayed for, right? Hamburg. Für uns heißt es jetzt Weiterfahrt bis nach Buxtehude. Lass mich mal in Buxtehude sein, da. Buxtehude, geisteskrank, oder? Wir fahren jetzt nach Buxtehude, weil der Niki Schlauchi wohnt. Er ist auch auf jeden Fall noch wach, wenn wir ankommen. Ich muss noch kurz mal Tschüss sagen, weil das sieht hier so schön aus. Guck doch mal bitte. Ist das ein Traum? Oder ist es ein Traum? Naja, ein Traum, den man nur kurz leben kann, weil wir wirklich weiter müssen, leider. Also eigentlich war der Plan, dass wir in den Städten uns noch ein bisschen was umgucken, angucken und so. Aber das werden wir die nächsten Tage auch schaffen, da haben wir auch mehr Zeit. Heute sind wir erst 16, 17 Uhr losgefahren. Deswegen sind wir in Hamburg so spät. Kleiner Stopp, in Hamburg waren wir ja auch schon mal hier. Jetzt geht's weiter nach Buxtehude. Was das größte Problem sein wird heute? Wir haben keine Zahnbürsten. Glaubst du, Dings hat eine Zahnbürste für uns? Mit Glück. Einen reicht nicht, wir brauchen zwei. Ja, dann zwei Zahnbürste. Würdest du nicht mit der gleichen Zahnbürste putzen, wie ich meine? Das ist schon hart eklig auf Dauer. Echt? Ich hätte da ja auf Dauer, ja, aber so einmal? Digga, wenn er gar keine Zahnbürste hat, dann mach ich auch putze ich mir die Zähne mit den Fingern. Ich mein's wirklich ernst, wa? Ich hab da nicht so ein Problem mit. Wenn er keine hat, hat er keine, dann putze ich heute nicht. Es ist jetzt auch wirklich trocken wenigstens. Es soll auch nicht mehr regnen bis 0 Uhr oder so. Bis dahin sind wir easy in Buxtehude. Deswegen, wir sind jetzt eigentlich relativ safe. Wir müssen dann später nur unsere Sachen unbedingt trocken legen. Digga, weißt du, was krass wäre, wenn wir bei Lauchi ankommen, bei Schlauchi Niki? Wir sagen so, ja, wir haben wenig Essen nur und dürfen uns nichts kaufen und so. Und er sagt so, da ist mein Kühlschrank, nimmt euch, was ihr wollt. Oder ich komme einfach an und es ist schon was gekocht. Oh. Digga, wenn wir ankommen, nee, der hat ein gebrochenes Bein und so. Lauchi hatte einen Unfall auf dem GSW, ich weiß nicht genau welchen, vielleicht können wir ja später mal fragen. Der hat einen Unfall auf dem GSW und hat jetzt gebrochenes Bein, gebrochenen Arm, gebrochen. Der hat alles gebrochen, alles einmal durch. Der kann gar nicht selber kochen, glaube ich. Real Talk kann er nicht. Der wurde schön abgesegelt. Ja, komplett, Alter. Komplett. Aber ich bin schon dankbar genug. Glaubst du, wie macht er uns die Tür auf? Kann er überhaupt laufen? Ja, ja. Legt er schon hin. Wunderschön. Tschüss, Hamburg. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann. Tschüss, Hamburg. Ich habe auch immer früher gesagt, wo bist du gerade? Irgendwo Buxtehude, hat man immer gesagt. Was? Und echt jetzt? Ja. Buxtehude war so ein Ort, den, glaube ich, niemand kannte, bevor es Monte gab, oder nicht? Ja, nee, man hat immer den Spruch gesagt, irgendwo Buxtehude. Ich habe immer gesagt, es ist einfach nur ein Spruch und diesen Ort gibt's nicht. Und als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, diesen verdammten Ort gibt es. Bruder, kannst du mit deinem Scheißlicht bitte woanders hinfahren? Fahr ein Stückchen vor. Dieses Vaterlicht.
Es ist jetzt schon komplett dunkel. Es ist 23 Uhr jetzt gleich. Und wir sind jetzt kurz vor Ankunft. In 10, 15 Minuten sind wir da. Mal gucken. Es ist halt komplett dunkel. Uns ist beiden kalt. Die Pullover sind klitschnass. Handschuhe sind nass. Rucksackinhalt ist ein bisschen nass. Ja, und wir wissen noch nicht, ob Niki uns irgendwas zu essen gibt. Mal gucken. Wenn nicht, werden wir uns richtig schön das geschenkte Fladenbrot aus letzter Folge schön mit Salami reinbuttern. Und dann entspannt schlafen bis morgen früh. Der nächste Stopp ist dann in Dortmund. Und dann morgen Abend hoffentlich in Düsseldorf. Das, ich sag ehrlich, es gibt mir jetzt auch ein paar creepy Vibes, als würde Nick uns heute Trinken geben, wo K.O.-Tropfen drin sind und so heute Nacht. So wie Jeffrey Dahmer. Ja, vielleicht ist Nick auch so ein Serienmörder und deswegen so nett zu uns. Er hatte ja Nick gar keinen Unfall am GSW, sondern hatte einen Unfall beim, falls er jemand wollte. Ja, kann sein. Und er hat sich gewehrt und dann ist es so geendet, wie es geendet ist. Hier ist unser Ziel. Mach schon mal aus, ich will die Nachbarn nicht nerven. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Hier ist Haus. Ruf ihn. Das Haus ist genau da. Hallo. Hallo. Wir stehen wir stehen in so einer Straße, wo das Navi gesagt hat, unser Standort ist rechts, unser Ziel. Ist der Transporter in einem Carport mit. Geht ihr links die Einfahrt runter? Ich kann gleich die Tür mal aufmachen. Ich brauche nur okay. Ein Stück. Zum ja, alles gut, mach in Ruhe. Alles gut, mach dir keinen Stress. Okay, dann suchen wir erstmal den Transporter. Weiß Bescheid. Du musst zurückschieben. Der Transporter, glaube ich. Mit 69er Kennzeichen. Weißer Transporter unterm Carport. Das muss der sein, denke ich. Ja. Ja. Oh. Ich kann dich auch rüberdrücken, warte. Warte. Na, 100 Versuch hätten wir es gehabt. So, guck, hier müssen wir. Oh, Digga, wir werden so umgebracht. So schlimm? Oh, wir werden so umgebracht. Oh nein. Ich mach Licht an. Digga, was ist das, wenn das nicht sein Grundstück ist? Falscher Eingang. Ach, wir sind rechts gelaufen. Links, er meint bestimmt von vorne, wenn du vorne auf den Transporter drauf guckst, links. Ja, hier gibt auch mehr Sinn, hier runterlaufen. Da. Ja, da ist eine offene Tür. Ich glaube, wir sind richtig. Ich habe keinen Schlüssel, weil ich mein Schlüssel ist. Geh mal rein. Hallo? Ah, okay. Können wir einfach da hinlaufen? Ja, die klitschen erst oder geht? So halb. Es ist aushaltbar. Hi. Digga, dir geht's ja richtig gut. Nee, mir geht's nicht. Nee, du, das sehe ich. Oha, was ist das denn, Digga? Das ist geil. Wir sind heute schon durch alle Wetterarten gefahren, die es gibt im Leben, ja. Perfekt. Warum heißt ihr Hamburger Wheelie Kids? Wohnst du schon immer hier? Nee. Ach so, okay. Ja, warte, ich setz auch erstmal Helm ab und so. Ey, wir teilen aber brüderlich, ne? Hälfte, Hälfte, kannst du aber wissen. Du musst dir das richtig hart mit einer Scheibe Salami. Nein, ich nehme es trocken. Was? Digga, die Salami ist verdammte Scheiße pisswarm. Die ist super. Ich werde die nicht essen. Diese Salami ist warm. Die ist kalt. Nein, fass mal an. Die ist nicht kalt, die esse ich nicht. Die ist kalt. Salz. Doch. Ich esse es mit Salami. Gute Konsistenz, sag ich. Boah, ist so schön lecker. Hast du Nutella? Nutella, Digga, oha. Hast du eine Zahnbürste? Dann hätte ich wahrscheinlich auch. Ja, gerne. Dann hüpft er davon. Ich habe schon überlegt, eigentlich könnte ich auch einfach was klauen. Glaubst du, mit 2 Euro? So assig. 1 Euro habe ich jetzt mitgenommen. Es tut mir leid, wenn du das siehst. Es tut mir leid. Und darauf ihre Zigaretten stopfen. Hallo. Es ist gerade 2:46 Uhr.
Wir haben uns gerade noch richtig lange mit Nick verquatscht. Ich wollte trotzdem noch mal unbedingt jetzt ein Fazit zum Tag sagen. Wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, bis jetzt auch unsere... Oh, scheiße. Ja. Unseren ganzen Loot gegessen, bis auf die Chips. Die haben wir jetzt noch. Die nehmen wir auch morgen auf jeden Fall wieder mit. Genau, sonst haben wir unseren ganzen Loot gegessen. Wir haben, was war denn das? Das Fladenbrot, ne? Das Fladenbrot, es war so lecker. Ich schwöre, es war so gut. Lecker. Es hat auch richtig, ich bin noch gar nicht hungrig jetzt. Ich, auch, ich bin ganz super genährt. Und wir kriegen die ganze Zeit hier so Wasser von Nick überkorrekt. Nick ist der Beste. Der gibt uns die ganze Zeit Wasser. Ich liebe dich, Nick. So ein lieber Mann. Wir sind komplett ohne Plan losgefahren, ohne alles. Digga, wir haben jetzt einen Schlafplatz. Wir legen uns gleich hier richtig. Ich zeige dir, wo wir schlafen, Alter. Wir können uns gleich richtig cool hier hinlegen, Digga. Und werden einfach schlafen. Wir werden so nachts ein Bruder. Wir werden so schlafen. Ich bin auch einfach so K.O. Ich bin so richtig K.O. Okay, so komplett K.O. Ich habe auf Instagram einen Aufruf gemacht und auf TikTok. Das machen wir jetzt auch weiter. Wir haben 500 Leute von euch geschrieben. Wir haben auch viele geschrieben. Die DMs, die Anfragen hören nicht auf. Das geht hier immer weiter nach unten. Es nimmt kein Ende. Okay, es ist voll. 500 Nachrichten bestimmt. Und wir haben jetzt schon für morgen früh ein Frühstück in Buxtehude geklärt. Wir haben gerade tatsächlich aus Zufall mit einem Designer von mir geschrieben, der wohnt in Buxtehude. Er meint, wir können um 12 Uhr kommen zum Frühstücken. Und jetzt haben wir um 12 Uhr in Buxtehude an einem Bäcker Frühstück. Um 12 Uhr müssen wir da sein. Wir haben auch alles aufgehangen. Warte, ich zeige euch das mal kurz. Genau, war alles nass, komplett nass. Und das haben wir jetzt hier komplett aufgehangen. Wir durften den Wäscheständer benutzen, zum Glück. Und alles komplett aufgehangen. Und die GoPro-Akkus sind hier auch am Laden. Das kann ich gleich mal wechseln. Die dürfen wir morgen nicht vergessen. Was noch ein wichtiges Update ist, dass Nick uns angeboten hat. Er meinte, wir können morgen früh einfach, bevor wir losfahren, wenn wir wollen gucken, was wir mitnehmen können, dürfen. Und dürfen uns was zu essen mitnehmen. Heißt, wir kriegen auf jeden Fall irgendwas für die Fahrt. Wir können auf jeden Fall unser Wasser nochmal voll machen. Und dann geht's morgen einfach schon nach Düsseldorf. Ja, also Dortmund-Düsseldorf wollen wir morgen machen. Keine Ahnung, war todesgeil. Wir sind richtig gut dabei. Das lief so gut nach Plan. Das lief viel, Digga, zu gut. Dafür, ja, dass wir ohne Plan los sind, Digga. Es ist perfekt. Es ist wirklich perfekt. Es gibt nur eine Sache, die uns noch fehlt. Das ist eine Zahnbürste. Ja, Nick hatte keine Zahnbürste. Uns fehlt noch eine Zahnbürste und Zahnpasta. Wir konnten jetzt auch nicht Zähne putzen, können wir morgen früh auch nicht. Ich frage jetzt den, wo wir morgen früh frühstücken gehen, ob er eine Zahnbürste hat. Zwei bitte. Ich habe ihm geschrieben, darf ich dich eine Sache fragen? Hast du vielleicht zwei Zahnbürsten? Wein-Emoji. und da hast du eventuell Zahnpasta. Ist kein Muss, nur eine Frage. Wollen niemanden ausnutzen? Habe ich geschrieben. Haben aber bisher keine Zahnbürste. Wein-Emoji. Er hat geantwortet, müssen morgen früh eben nachschauen, aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. Oh, wenn der zwei Zahnbürste für uns hat, Digga. So geisteskrank. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ich wünsche eine gute Nacht. Genau, wir sehen uns gleich nochmal ganz kurz morgen früh wieder und packen unsere Sachen dann wahrscheinlich. Bis morgen früh. Guten Morgen, meine Freunde. Oh, morgen! Morgen! Es ist 10.41 Uhr. Wir haben wundervoll geschlafen, oder? Sag mal ehrlich. Digga, ich schwöre, ich habe so gut geschlafen. Diese Couch ist so bequem. Ich bin so heil, diese Couch ist so geil. Die Couch ist das Bequemste, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe. Wir machen uns erstmal fertig und wir gucken gleich mal noch nach Loot. Vielleicht finden wir noch Loot in den Schränken. So, ich muss heute den Scheißrucksack nehmen. Den großen. Der gefühlt so groß ist wie ich. Nick, dürfen wir uns jetzt noch was essen mitnehmen? Theoretisch. Ja. Ja. Nee, die zerquetschen wir. Die gehen gut runter. Die nehmen wir auch mit. Wir können jetzt aber auch nicht die ganze Hand nehmen. Wir nehmen weiter nur den kleinen Finger. Ja, ja, safe. Safe. Nee. Gut, okay. Das reicht. Was? Mach. Gucke. Hier unten. Die Äpfel auch. Dürfen wir den Hasen mitnehmen? Ja, ist der hinten mit. Ich freue mich immer so, wenn jemand nicht Nein sagt. Ich könnte noch fragen, ob ich mich verheißen will. Ich schub die hier dazu. So. Ey, ich kann dir noch
YouTube-Videos, falls du was gucken willst. Motopair. Super. Oh, ja, tschüss mein Hase. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bäckerei, brauchen noch 14 Minuten, wir kommen 3 Minuten nach Abredetermin, also nach Absprache. Heißt es, glaube ich, okay. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich kann das alles nicht mehr. Mein Gott, es nervt, dass wir immer nass werden müssen. Bestes Wetter für einen Roadtrip. Aber unser Mindset könnt ihr nicht sprechen. Das Nein, ist scheißegal. Nein, f***es Wetter. Fang doch an, sich zu regnen, du so, du bist. Ey, guck mal, nicht. Das ist geil da. Remember who you was, das Graffiti. Sowas finde ich geil. Das ist so wie in diesen Instagram-Bildern, das Zitat, die Zitate. Ja, ist geil, aber es sieht richtig arschgesprayt aus. Ja, das Remember hat er sich doch Mühe gegeben und danach hat es irgendwie gekracht. Was hat er keinen Bock mehr, ja. Da ist er eingeschlafen. Bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ist es hier, fährt hier Monte auch immer lang mit seinem Lambo? Bahnhofstraße, hier, oh, okay. Hier rechts, da? Ich glaube ja, hier ist doch, hier parkt er doch immer. Hier parkt er doch immer, hier war doch der Anzeigenhauptmann. Wo stellen wir uns aber hin? Wo stellen wir uns hin? Pass auf, das Parkplatz. Hier können wir nicht, das können wir hier nicht machen. Wir stellen uns einfach auf die Straße, oder? Hallo! Wunderschönen guten Tag. Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage, 7 Städte, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnäuzen, über Viren? Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Viren. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Masse, Lami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.